Wenn ihr vorher das Video zum Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung gesehen habt, dann habt ihr euch vielleicht einmal grundsätzlich einmal zurecht gefragt, wozu denn das Ganze? Wozu soll das gut sein? Und da machen wir jetzt gleich ein paar Anwendungsbeispiele, wo ihr seht, wie man das verwenden kann. Ich habe hier eine Funktion f von x ist x² gegeben und dann habe ich eine Stelle a und eine Stelle b gegeben und die Frage ist nach dem Flächeninhalt zwischen der Funktion und der x-Achse in dem Intervall von a bis b. Wenn ich das einmal skizziere, die Funktion x², die sieht ungefähr so aus. Dann haben wir hier 1 und hier 2. Das heißt, es geht darum, dieses Flächenstück auszurechnen. Bis jetzt haben wir das nur numerisch mit Hilfe unseres Taschenrechners machen können, aber so eine Funktion kann man auch händisch, bei so einer Funktion kann man auch händisch berechnen, wie groß denn dieser Flächeninhalt ist. Ja, gehen wir es gleich mal an. Also, es geht darum, wir sollen den Flächeninhalt von 1 bis 2 berechnen unter dieser Funktion. Ihr erinnert euch noch an die zugehörige Schreibweise mit dem bestimmten Integral. Es geht von 1 bis 2 über die Funktion x² dx. Ja, und wir haben jetzt vorher gerade gelernt, das geht, indem man sich zuerst eine Stammfunktion von x² sucht und dann Stammfunktion an der oberen Stelle, also Stammfunktion an der Stelle 2, minus Stammfunktion an der Stelle 1 rechnet. Na gut, dann machen wir das mal und ich zeige euch auch gleich die Schreibweise, die da üblich ist. Man überlegt sich zuerst, was ist eine Stammfunktion von x hoch 2. Mit Hilfe der Rechenregeln, die wir kennen, wissen wir, x hoch 3 durch 3 wäre so etwas. Normalerweise, wenn wir es als unbestimmtes Integral als Stammfunktion schreiben, müssten wir jetzt noch das plus c dazu schreiben, aber wenn wir Flächeninhalte ausrechnen, braucht man das nicht, weil, erinnert euch, in der Formel kommt ja dann eh vor, Stammfunktion an einer Stelle minus Stammfunktion an der anderen Stelle, das heißt das plus c hier und das minus c bei der zweiten Rechnung wird sich wieder ausgleichen. Man muss also da kein plus c dazu schreiben, wenn man eine untere und eine obere Grenze gegeben hat. Stattdessen schreibt man bei dieser Stammfunktion mit so einem senkrechten Strich die untere und die obere Grenze dazu. Untere Grenze ist 1, obere Grenze ist 2. Wie rechnet man das jetzt aus? Man setzt zuerst die obere Grenze für das x ein, das heißt 2 hoch 3 durch 3 minus untere Grenze für das x einsetzen. 1 hoch 3 durch 3. Das sollten wir jetzt noch ausrechnen, das schaffen wir hoffentlich im Kopf. Das ist 8 Drittel minus 1 Drittel, sind also insgesamt 7 Drittel. Und 7 Drittel sind 2 Ganze und 1 Drittel, wenn ich jetzt gerade richtig denke. Ja, müsste stimmen. Und das ist die Lösung. 2 Ganze und 1 Drittel ist der Flächeninhalt von diesem komischen gekrümmten Stück. Ist vielleicht doch ein bisschen verwunderlich, dass bei so einem merkwürdigen Stück als Flächeninhalt was rauskommt, was ein ganz glatter Bruch ist. Wenn wir es als Dezimalzahl haben wollen, dann wäre es halt 2,3 periodisch. Weitere Beispiele noch zum selben Prinzip. Wir wollen das bestimmte Integral von 0 bis 2 über Sinus von x dx berechnen. Wie gehen wir vor? Wir brauchen zuerst einmal eine Stammfunktion vom Sinus. Stammfunktion vom Sinus ist minus Cosinus. Und eingesetzt zwischen 0 und 2 bräuchte man also jetzt zuerst minus Cosinus von der oberen Grenze, die ist 2, minus untere Grenze eingesetzt, minus Cosinus von 0. Achtung, da ist minus minus, das heißt, es wird insgesamt da in der Mitte zu plus. Wir haben also minus Cosinus von 2 plus Cosinus von 0.
Ja, diesmal wird es nicht ganz so schön, so eine schöne Zahl Cosinus von 0, das geht noch. Könnte man wissen, ein bisschen Einheitskreis nachdenken, dass der Cosinus von 0 1 ist. Cosinus von 2 hingegen ist irgendeine nicht besonders schöne Zahl. Achtung, wenn man mit Sinus und Cosinus als Funktionen rechnet, muss man im Taschenrechner, wenn man es im Taschenrechner ausrechnen will, immer auf Radianten stellen. Ich rechne das aber jetzt gar nicht aus, sondern schreibe das einfach nur so als Ausdruck hin: 1 minus Cosinus von 2. Das nächste Integral, das kriegen wir hoffentlich wieder so hin. Schauen wir mal. Da braucht man zuerst einmal eine Stammfunktion. X hoch 3 Drittel plus x Quadrat halbe minus x plus c, aber wie wir schon wissen, können wir das ignorieren. Eingesetzt in den Grenzen von 1 bis 2. Zuerst obere Grenze einsetzen, also 2 hoch 3 Drittel plus 2 hoch 2 halbe minus 2 minus untere Grenze eingesetzt, im Zweifel lieber eine Klammer zu viel als eine zu wenig. 1 hoch 3 Drittel plus 1 hoch 2 halbe minus 1. Und das noch ausgerechnet. Das sind wieder die 8 Drittel plus, das ist 4 halbe, also 2 minus 2 minus, und jetzt löse ich da die Klammer gleich auf, 1 Drittel minus, wenn wir da minus davor haben, 1 halb und dann wieder plus 1, zusammengezählt das Ganze noch, die 8 Drittel minus 1 Drittel, das sind da wieder die 7 Drittel, plus 2 minus 2 löst sich auf, plus 1 und das haben wir schon, das haben wir schon und noch minus 1 halb, das ist also dann insgesamt 7 Drittel plus die 3 Drittel werden da 10 Drittel minus 1 halb. Die 10 Drittel, das ist 3,3 periodisch, könnte man jetzt mit einem einfachen Taschenrechner ausrechnen, 3,3 periodisch minus ein halbes müsste dann 2, bisschen was sein. 2,83 periodisch, wenn ich jetzt richtig denke. Einfach mit Taschenrechner nachrechnen. Okay, und letztes Integral, das wir noch auszurechnen versuchen. X hoch 2, Stammfunktion davon x hoch 3 Drittel, eingesetzt in den Grenzen von minus 3 bis 3. Absichtlich habe ich da jetzt ein Beispiel, wo ganz viele Dreier vorkommen, nicht durcheinander kommen. Obere Grenze eingesetzt, 3 hoch 3 Drittel minus untere Grenze eingesetzt, minus 3 hoch 3 Drittel. Augenblick, da läutet gerade der Telefon, schaltet schnell ab. Entschuldigung. Ja, und das ausgerechnet, bla bla bla, was auch immer da genau rauskommt, wird dann das Ergebnis sein. Okay, so funktioniert also das, wenn man Integrale berechnet mit Hilfe von Stammfunktionen. Bitte achtet darauf, auf diese Schreibweise. Integral von unterer Grenze bis oberer Grenze ist gleich, dann kommt die Stammfunktion, Strich, untere Grenze, obere Grenze. Und ausrechnen tut man das, indem man obere Grenze einsetzt, minus die untere Grenze eingesetzt.